Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Es wäre doch gut, wenn Gott Gefallen an uns hätte. Und wenn wir alles tun, damit wir ihm gefallen, dann wird er uns auch Gutes tun. So hoffen wir immer wieder aufs Neue. Aber die Spielregeln Gottes sind anders. Die Worte aus dem 147. Psalm, die uns heute durch den Tag begleiten sollen, sie haben einen Kontext. Der Herr hat kein Gefallen an starken Rössern. An den Kräften der Männer hat er kein Gefallen. All das, womit wir Menschen uns vor Gott brüsten könnten, das, womit wir vor anderen gut dastehen, all das interessiert Gott nicht. Es geht vor ihm nicht darum, wer der Stärkste, der Schönste, der Klügste, der Beste ist. Es zählt anderes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Fürchten nicht im Sinne von Angst haben, sondern im Sinne von ehrfürchtig mit ihm umgehen. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihm mit Respekt begegnen, die sich an ihn wenden, voller Hoffnung. Der Herr hat Gefallen an denen, die Gott zutrauen, dass er uns rettet, dass er uns hilft. Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist das, mein Herz erfreut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der heiligen Dreieinigkeit, sei Lob und Preis in Ewigkeit. Verletzlich wie wir sind, verwundbar, zerbrechlich, gezeichnet von den Lasten des Alltags und den Wirren des Lebens, danken wir dir, Gott, dass du uns immer wieder aufrichtest, hältst, hilfst und heilst. Wir danken dir für die Kraft, mit der du uns stark machst, wenn wir uns schwach fühlen, für den Mut, den du uns machst, wenn wir es mit der Angst bekommen, für das Licht, das du in uns entzündest, wenn wir von Dunkelheit erfüllt und umgeben sind. Wir bitten dich, Gott, schenke diese Kraft, diesen Mut, dein Licht allen, die ein tiefes Tal durchschreiten müssen, die in engen Grenzen gefangen sind, die vor hohen Mauern stehen und nicht mehr weiterkommen. Allen, deren Leben aus den Fugen geraten ist, die den Boden unter den Füßen verloren haben, über denen der Himmel zusammengebrochen ist. Allen, die eine traurige Nachricht verkraften müssen, die über eine schwere Enttäuschung hinwegkommen müssen, die eine schlimme Katastrophe erlebt haben, die vor dem Nichts stehen und wieder ganz von vorn anfangen müssen. Sei du bei ihnen, Gott, und hilf ihnen heraus aus ihrer Not, aus ihrer Krise, aus ihrer Enge, aus der Dunkelheit ihres Lebens. Und lass dein Licht und deine Herrlichkeit hell leuchten über ihnen. Amen.